Ball, alle Erfolg mit dem Ball. Der hat ja noch eine Nummer. Wer gewinnt heute Abend? Deutschland. Warum? Weil es eine Turniermannschaft ist. Das heißt? Das heißt, an wichtigen Turnieren, wenn es darum geht zu gewinnen, gewinnt Deutschland. Holland hat die besseren Spieler, aber die Teamdynamik stimmt nicht. Also bei uns ist das so, hier grillt die Fahrerin noch selbst. Leinwand hier groß genug? Ja, ist groß genug. Ton? Ton ist sehr gut. Wir haben eine gute Gemeinschaft hier bei uns in der Gemeinde und das ist für uns Gemeinschaftserleben. Das Public Viewing ist ein Angebot, mit dem wir natürlich Menschen aus der Kerngemeinde hier begeistern können, um Gemeinschaft zu erleben. Aber es ist auch eine gute Gelegenheit, um Nachbarn, Freunde, Arbeitskollegen mitzubringen. Leute, die sonst mit der Gemeinde, mit Kirche relativ wenig zu tun haben und für die das ein erster Schritt hin oder auch zurück zur Kirche sein kann. Ich stehe dann auch wirklich gerne am Grillen, nicht weil ich muss, sondern gerne. Und kann mit den Leuten reden, was ich sonst gar nicht so kann, so ungezwungen. Das ist eine sehr gute Gelegenheit und es macht Spaß. Die Zeit zwischen den Halbzeiten ist für uns wichtiger als das reine Spiel. Weil? Weil da ist da, wo sich unterhalten wird, wenn man es jetzt hier sieht, die Leute sprechen miteinander. Ich bin hier, es macht Spaß, sind alle zusammen, kommen alle Leute, groß bis klein. Ich kenne die Kinder, ich mache selbst hier in der Gemeinde mit als Betreuer für die Kinder. Und es ist einfach schön, dann nochmal abends zusammen Fußball zu gucken, besser als zu Hause auf der Couch. Fußball gucke ich nicht allein. Also andere Spiele, aber Nationalmannschaftsspiele guckt man schon in der Gruppe. In der Kneipe, ja, gut, aber hier ist einfach persönlicher. Da kennt man jeden. Das ist wie eine große Familie, dann, wo man zusammensitzen kann. Das macht Spaß. Wer gewinnt? Deutschland. Warum? Ganz einfach. Ja, wir werden Europameister. Wir gewinnen einfach alle Spiele und fertig aus.